Hallo Leute, dieses Wochenende am Sonntag, 30.06., da findet die Ottmar in Dahme statt, ein Oldtimer-Treffen mit Trödelmarkt. Ich werde auch da sein. Dahme liegt ungefähr 80 Kilometer südlich von Berlin. Das heißt für alle Leute aus Brandenburg, Sachsen, eigentlich ziemlich gut zu erreichen über die Autobahn A13. Es gibt hier auch neben den Fahrzeugen jede Menge Oldtimer-Teile, Trödel aller Art zu sehen. Diesmal ist das Baujahr begrenzt, ich glaube 1990, weil einfach die Fläche nicht ausreicht. Das heißt, eure Autos müssen älter als 1990 sein. Das sollte ja kein Problem sein mit einem E30. Und letztes Jahr waren halt auch, wie ihr sehen könnt, sehr viele Mantas in allen Kategorien dabei. Ich war letztes Mal vor Ort mit meinem Alpina Replica Cabrio und dem V8 Stationärmotor. Den haben wir da auch live gestartet, hat ordentlich Krach gemacht, das Teil. Ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir dieses Jahr mit? Der Sonntag naht, wir müssen uns was einfallen lassen. Natürlich könnte man dieses Alpina-Fahrzeug nochmal mitnehmen mit dem Motor. Ist einigermaßen da auch gut angekommen. Wenn ich das Ding gestartet habe, dann war das Teil stark umringt und vom anderen Ende des Geländes kamen die Leute entgegengelaufen mir. Können wir nochmal kurz reinhören. Tja, dieses Jahr hätte ich jetzt im Angebot hier als Variante Nummer 1 meinen 320er. Cabrio von 1990, irgendwann mal ein Weihnachtskauf gewesen, ich glaube 2022, steht schon ewig in der Ecke rum. Ich glaube, der hat schon mehr Benzinpumpenprobleme, springt also nicht so ganz perfekt an, würde man aber relativ schnell wieder in Gange bekommen. Naja, ist fürs Treffen vielleicht auch ein bisschen langweilig, ein absolutes Serienfahrzeug, kaum verändert, nur ein bisschen tiefer gelegt, wahrscheinlich ein bisschen, ja, wenig. Ansonsten hatte ich noch am Start meinen E30 Touring, hier mit 17 Zoll Alpina Felgen noch drauf, den ich komplett auf Elektroantrieb umgebaut habe. Vorne Batterie, Kisten drinne, hinten an der Stelle vom Differential ist der Tesla-Motor mit 220 kW. Überall sind Batterieboxen versteckt und natürlich jede Menge Hochstromkabel. Ja, das Teil könnte man auch mal ausführen, von der Entfernung her überhaupt kein Problem. Glaube ich, 35 Kilometer von mir aus gesehen würde schon hin und zurück ganz locker klappen. Aber ist die Frage, ob die Zähne sowas überhaupt noch sehen möchte. Werden hier noch Oldtimer durch Elektroantrieb verhunzt? Keine Ahnung. Muss noch mal gucken. Also das Ding könnte ich eh mal wieder demnächst reaktivieren. Das steht jetzt schon seit wieder ein, zwei Jahren entspannt in der Ecke mit vollen Akkus. Sollte also eigentlich sofort anspringen, wenn man eine Batterie einbaut. Dann habe ich noch anzubieten hier mein Tracktool 325i. Nardo-Grau, frisch lackiert. Ja, 325i Motor an Bord mit Fächerkrümmer. Tiefer gelegt, vorne große Bremse drauf, Überrollbügel. Paar Sportsitze drinne. Wurde auch schon lange nicht mehr ausgeführt. Ist ein bisschen modern. Ne? Ich weiß nicht, ob das auf dem Oldtimer-Treffen so das Richtige ist. Aber ich denke mal, solche Fahrzeuge würden da auch noch voll reinpassen. Was haben wir noch anzubieten? Mit der Nummer 4 habe ich hier den E30 M3 noch, der bei mir rumsteht. Hier noch in einer älteren Aufnahme, wo er hinten die Normalhöhe hat. Der ist ja im Moment ein bisschen höher gelegt hinten. Da müsst ihr also nochmal Federn tauschen. Le Mans-Felgen drauf. Große Bremse vorne hinten. Brillantrot natürlich, wie fast alle meine relevanten Autos. Der hat drinnen den M60B40 Motor mit 210 Kilowatt, wäre auch denkbar. Auf dem Treffen natürlich wieder relativ moderner Vertreter, aber der ist ja locker in der Baujahrgrenze drinnen. Und ein Audi Quattro würden die Leute bestimmt sehr auch gerne angucken und in die Kategorie fällt das Auto ja eigentlich rein. Dann habe ich hier noch anzubieten meine Alltagslimousine 325 ETA, Bronxit Beige Metallic. Haben wir letztens erst die Batterie da hinten versetzt, um das Stage 1 einzubauen. Der ETA zieht da auch ganz entspannt durch bis nach Dahme, gar kein Problem. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil das auch wieder völlig Serie. Da ist nichts groß dran zu sehen. Ja, das wären so die Vorschläge, die ich habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was ich dann da präsentieren werde. Ansonsten werden wir das am Sonntag dann oder am Montag bei dem Video von der Ottmar auf jeden Fall sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag.